Auf E-Bike-Tour immer das eigene Hotelzimmer mit dabei haben. Der B-Turtle-Anhänger macht's möglich. Da ist nämlich ein geräumiges Zwei-Personen-Zelt untergebracht, das mit etwas Übung in 15 bis 20 Minuten nahezu überall aufgestellt werden kann. Die österreichische Erfindung eröffnet völlig neue Reisemöglichkeiten, vor allem auch, weil der Fahrradkaravan relativ leicht geraten ist. Ja, die große Herausforderung bei der Entwicklung war, dass wir von vornherein das Ziel hatten, wir wollen eigentlich unter 30 Kilo bleiben, und das war mehr als die Hälfte weniger aller vergleichbaren Produkte, die wir damals gefunden haben. Und wir wollten ein sehr einfaches Handling und wenig Windanfälligkeit, und man sollte sich nicht nur zum Schlafen reinlegen können, sondern da drin auch stehen können und sich umziehen können. Also vom Gedanken her, was kann ein Caravan im normalen Camping und was müsste man wie umdenken, damit das für das Fahrrad und das E-Bike-Camping spannend wird. Und am Ende war dann das Produkt so gestaltet, dass wir einen Aluminiumrahmen gebaut haben aus Aluminium-Leichtbauweise. Auf diesem Rahmen sitzt dann das Zelt drauf, und der Aluminium-Anhänger, der hat auch noch eine Schublade, sodass man sowohl beim Fahren, wenn man unterwegs ist, als auch wenn man campt, gut zum Inhalt dazukommt. Und das Konzept ist jetzt 29 Kilo leicht, bietet zwei Personen einen Schlafplatz, ganz gemütlich, auf 1,30 x 2,10 Liegefläche. Und man kann in einem Vorzelt auch stehen und sich umziehen. Das heißt, das Thema Sitzen, Liegen, Kochen und mit Einschränkungen ist alles möglich. Und gleichzeitig, wenn man fährt, hat man eine ausgesprochen flache Silhouette, einen sehr flachen Anhänger, der nicht windanfällig ist und der sehr gut hinter dem E-Bike nachrollt. Und das ermöglicht jetzt ganz neue Perspektiven beim E-Bike-Camping. Das B-Turtle-Zelt ist ein Raumwunder, ob Liegefläche oder Innenhöhe. Der Zeltüberbau des kleinen Anhängers erlaubt komfortable Urlaubsreisen. Ja, für uns ist das natürlich eine neue Reiseform, die da im Entstehen ist, das E-Bike-Camping. Und das wird sich auch, deswegen ist das so spannend, weil es natürlich eine Frage auch der Klimaerwärmung ist, weil es eine Frage der Nachhaltigkeit ist, weil Turteln einfach besser für die Umwelt ist als Fliegen. Und auch dem Gedanken folgen immer mehr Menschen. Das kommt dazu, dass einfach die Infrastruktur besser wird, dass die Ladestationen mehr werden, dass sich sehr viele Tourismusregionen dem Radtourismus annehmen, und all das zusammen wird dieses Thema E-Bike-Camping beflügeln. Und ich glaube, wir haben mit dem B-Turtle eine Lösung, die leicht genug ist, die komfortabel genug ist und wo der E-Bike-Reisende einfach damit eine Unabhängigkeit hat und einen Komfort, der bisher in dieser Form einfach noch nicht möglich war. Also wer sich ein B-Turtle kaufen will, das kostet jetzt 2.990 Euro. Und für all diese Leute, die ein B-Turtle mieten wollen, gibt es jetzt BT Voyage. Das ist ein Netzwerk von Verleihstationen. Da kann man dann Schnuppertouren machen, Wochenendtouren machen oder überhaupt längere Trips durchführen. Und solche Verleihstationen gibt es mittlerweile von Dänemark, Holland, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Spanien und sogar schon in Australien. Und auch in Österreich sind wir dabei, ein dichtes Netzwerk an Verleihstationen aufzubauen. Borg mir das Turtle aus und mache meine Tour und gebe das Turtle dann wieder zurück. Praktischer Zusatznutzen. Wer nicht gerade verreist, kann den Anhänger auch als Lastenanhänger im Alltag verwenden. Und weil das Handling sowie Auf- und Abbau des B-Turtle einfach gehalten sind, kann man sich damit im Garten eine lauschige Erholungslaube einrichten.